So Leute, wir besuchen jetzt wieder Mario und David und schaut mal, was ihr Fix- und Flip-Projekt sich so Schönes bringt. Ich bin super neugierig. Die beiden haben mir berichtet, dass es super vorangegangen ist und dass jetzt Teile der Wände schon verputzt sind. Und jetzt schauen wir mal, weil die beiden Jungs haben ja vor, damit ordentlich Geld zu verdienen. Wir drücken ihnen die Daumen, dass das auch geht. Und jetzt schauen wir uns das Projekt in den Projektstand mal an. Ich habe voll Bock drauf. So Leute, jetzt sind wir an der Wohnung von Mario und David. David hält jetzt leider die Kamera, deswegen werde ich euch ein bisschen die Wohnung präsentieren dürfen. Ich freue mich schon drauf und wir gehen jetzt mal vom Eingang ab in die Wohnung rein. So, palim palim, es geht hier vorbei. Ah, hier haben wir quasi noch Hochwasser drin, weil wir sehen, der Boden wird jetzt ausgeglichen, weil normalerweise arbeiten wir gerne mit Parkett. Dieses Mal haben wir gedacht, wir machen so ein bisschen Panama-Style. So ein bisschen Caribbean-Style, weil da arbeitest du in den Luxuswohnungen, in den Lofts eigentlich eher mit kompletter Durchfliesung. Und das wollen wir ja auch mal probieren mit richtig schönen, großen 60x60er Fliesen. Da kann ich euch vorne ein Beispiel zeigen von Villeroy & Boch, weil wir haben im Internet über einen Großhändler einen echt netten, eine rechte Rabattaktion gefunden. Den Großhändler, den verlinke ich euch unten mal unter dem Video. Der freut sich bestimmt auch. Also da kannst du sensationell günstige Fliesen kaufen, kann ich dir echt empfehlen. Und der hat in der Regel nur Markenware, meistens ins Restposten, aber die Restposten sind ein paar tausend Quadratmeter. Das heißt, da findet man in der Regel genug. Und da bestellst du dir einfach ein, zwei Quadratmeter mehr, dann hast du für den Notfall immer die Fliese, die du brauchst. Also hier sieht man jetzt, dass die Ausgleichsmasse drin ist. Und die verläuft langsam schön und sucht sich hier ihre Löcher. Auch sieht man, dass die Wände jetzt hier alle nice verputzt sind. Das heißt, man kann ja recht gut erkennen, dass quasi hier so das Schlafzimmer wird. Ist immer top, dass der Handwerker in dem Moment, wo man ein Video dreht, gleich mit seiner Arbeit durchstartet. Gehen wir mal weiter. Also hier auch, der ganze Boden ist quasi schon mit der Ausgleichsmasse ausgeglichen worden. Ist die Elektrik jetzt quasi neu gemacht worden. Wir haben versucht, oder nicht nur versucht, wir konnten die alten, ich sag mal so, Deckenlampen quasi wiederverwenden und haben uns entschieden, dass wir quasi... Die Leerrohre wiederverwenden. Und haben uns auch entschieden, dass wir im Badezimmer auf jeden Fall eine abgehängte Decke machen, schön mit Warmlichtspots. Und jetzt sieht man hier auch, Jacek spielt jetzt hier gerade Waschmaschine, hat sich in der Ecke verkrochen und bohrt gerade, er wartet netterweise jetzt gleich kurz, bohrt jetzt gerade quasi sehr gut, der hat den Ding verstanden. Das Loch für die Waschmaschine und... Hallo, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Meine kostenfreien Mentor-Tipps in deine Mailbox. Einfach nach unten gehen und unseren neuen Newsletter abonnieren und du bekommst die neuesten Informationen rund um das Thema Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit und Immobilieninvestment. Also, nicht die Chance entgehen lassen, unten einfach den Newsletter abonnieren. Beste Grüße, dein Flo. So, vor lauter Schreck hat der David gleich auf die Taste gedrückt und das Video gestoppt, weil wir so lachen mussten. Wir haben schön verarscht. Das ist immer nett, wenn die Handwerker einen verarschen. Also hier sieht man, dass jetzt die zwei Löcher da sind. Einmal Stromversorgung für Waschmaschine und für Trockner. Weil hier ist quasi in der Ecke, kommt jetzt der Waschmaschine-Trocknerturm hin. Hier sind auch schon die Anschlüsse jetzt für die Handtuchheizung. Und jetzt hier auch fertig sieht man, dass hier unten quasi das Waschbecken hinkommt und da der Thron. Und wir haben noch ein bisschen Probleme mit der Revisionsklappe gehabt. Das heißt, hier wird quasi jetzt so ein Flieseninlay gebaut, wo man dann quasi reinfassen kann, die Fliese mit Magneten rausnehmen, dass man an die Verschlüsse gut kommt. Und hier auf der Seite kommt dann quasi der Spiegel hin. So, hier hinten hat es ja auch einiges getan. Hier haben wir jetzt quasi die Badewanne, die ist momentan überdeckt, damit sie keinen Schaden nimmt. Aber wir haben jetzt quasi hier eine schöne große Badewanne und hier in der Ecke kommt dann quasi die Dusche hin. Jetzt müsstest du mal kurz in die Ecke maschinen, ich hoffe, man kann es gut sehen, dass wir hier Dusche sind. Und am Ende, wenn wir fertig sind, kommt dann quasi der Glaser und passt letztendlich die Tür- und Seitenformation ein. Okay, das ist zum Badezimmer. Man sieht, hier ist was passiert. Die ganzen Rohrleitungen und Stromkabel sind jetzt in der Wand verschwunden. Alles ist das erste Mal verputzt worden. Hier sieht man auch, hier kommt ja letztendlich die Küche hin, die ist geplant. Das heißt, hier die Küchenzeile, optional kann man hier noch um die Ecke gehen, je nachdem, wie groß die Küche sein soll.
Und hier vorne, da oben sieht man auch den Anschluss zu dem Dunstabzug. Wir haben quasi zweimal Anschluss gewählt. Einmal hier, das ist momentan überputzt. Einmal hier ist momentan überputzt. Haben wir quasi einmal die Anschlussmöglichkeit für eine Dunstabzugshaube und hier das zweite Mal die Möglichkeit für eine Dunstabzugshaube und dann hier quasi für eine klassische Küchenumgebung. Ja, war kein Scherz. Hier sehen wir schon mal, wie die Fliesen aussehen. Wir haben uns jetzt quasi für helle Fliesen entschieden, die so ein bisschen so einen Betonlook haben, aber auch, also wenn sie in Fläche ausgelegt sind, den Raum nicht verdunkeln, sondern eher, ich sag mal so, eher ihn heller wirken lassen. Und hier sieht man auch überall an der Decke die Anschlüsse dann für die Leuchten. Das heißt, hier wird es hell genug sein. Auch sind jetzt schon die neuen Fenster drin. Wir haben uns letztendlich für eine Zweifarbenlösung entschieden. Das heißt, auch innen sind jetzt quasi die Fenster weiß. Und wenn man das die Tür jetzt aufmacht, dann sieht man, hier sind die Fenster quasi dann dunkel, denn von außen ist letztendlich auch der Anstrich der Fenster dunkel. Und das ist natürlich praktisch. Auch hier haben wir jetzt eine große Stufe eingebaut, dass man, wenn man rausgeht, quasi hier rüberkommt, denn dahinter verlaufen die neuen Heizleitungen. Und natürlich, weil wir jetzt hier einen Aufbau gemacht haben, konnten wir das alles wundervoll verstecken. Und hier kommt dann auch die Jura-Marmor Fensterbretter hin, so dass man sich da auch schön seinen Kaktus abstellen kann oder was immer man möchte. Also ihr seht, wenn der David nochmal schön einen Blick jetzt reinwirft, es ist jetzt wirklich eine schöne Wohnung geworden. Man kann sich jetzt gut vorstellen, wie die Reise hingeht. Auch der Blick ins Grüne ist geblieben. Am Ende haben wir natürlich auf der Terrasse noch ein bisschen was zu tun. Aber das wird bestimmt eine tolle Wohnung und wir halten euch auf den Laufenden, denn wir sind sicher, dass, oder ich bin sicher, dass Mario und David mit dieser Wohnung einen netten Fix und Flip hinlegen werden. Zahlen kommen am Ende. Wir denken, wir brauchen jetzt noch so 3 bis 4 Wochen und dann müsste die Wohnung eigentlich soweit fertig sein. Heute oder morgen beginnt im Prinzip der Jacek, das ist hier unser Fliesenleger, die Fliesen hier auszulegen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und vergiss nicht, du bist nur ein Investment davon entfernt, selber Immobilieninvestor zu werden und deine eigenen Projekte zu machen. Kann ich dir nur empfehlen, Mario und David sind ja hier auch auf ihrer Erfolgsstraße. Beste Grüße, euer Flo.